Das ist der Moment, wo es ein paar Tausend Basler kalt den Rücken durch Ablauf. Manchester United und der FC Basel laufen ein ins Old Trafford. Der Danny Welbeck schießt Manchester United in Führung und das Ganze nach 17 Minuten. Kalte Dusche für den FC Basel, da ist es 2:0 für Manchester United. Wir lassen uns überraschen, wie dass der Thorsten Fink den 2-Goal-Rückstand hier am heutigen Abend im Old Trafford noch aufholen will. Basel und genau da ist schon wieder der Strohhalm, wo wir uns dran festheben und hoffen, dass es eben heute oben doch noch einen richtig tollen Basler Fußball oben gibt. Der FC Basel trifft hier über die rechte Seite, über den Fabian Frey und der mit dem Pass auf der Alex Frey und das ist Goal für den FC Basel. Ja, gibt's denn so etwas? Der Basler ist total bewusst, dass das Spiel noch nicht fertig ist. Ich sage Ihnen ab sofort immer, wie lange dass es noch geht, bis der FC Basel hier so einen wichtigen Punkt kann entführen aus dem Old Trafford. FC Basel führt im Old Trafford gegen das große Manchester United mit 3:2. Und jetzt ist genau das passiert, was wir nicht haben wollen. Der Ausgleich für Manchester United. Das ist ganz, ganz, ganz sicher eine grosse Leistung vom Team von Thorsten Fink, wo wir nur den Hut ziehen können und uns darüber freuen, dass der FC Basel hier einen Punkt aus Manchester entführt.